Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Initiative Parität Jetzt, sehr geehrte liebe Frau Professorin Süssmuth, sehr geehrte liebe Gäste hier im Saal des Palais Populaire in Berlin-Mitte und all diejenigen, die uns über Livestream heute folgen. Ich begrüße Sie herzlich zu der presseöffentlichen Auftaktveranstaltung der Kampagne Parität Jetzt, warum Demokratie alle braucht. Mein Name ist Helga Lukoschat, ich bin die Vorsitzende der ERF Berlin und werde heute die Rolle der Moderatorin übernehmen. Unsere Kampagne ist heute 5:05 gestartet. Warum? Klar, wir brauchen endlich Parität und es ist höchste Zeit. Es gibt aber auch einen sehr konkreten Anlass. In den nächsten Wochen und Monaten eröffnet sich ein Fenster, ein Window of Opportunity, Vorschläge für gesetzliche Regelungen für Parität zu erarbeiten und auch im Bundestag dann zu verabschieden. 2022 wurde erneut eine Kommission zur Reform des Wahlrechts eingesetzt, da in der 19. Legislaturperiode keine Einigung erzielt worden war. Der gesetzliche Auftrag für die neue Kommission umfasst zusätzlich zur erforderlichen Verkleinerung des Bundestags ebenso Empfehlungen zur gleichberechtigten Repräsentanz der Geschlechter. So sieht es der § 55 Satz 3 des Bundeswahlgesetzes vor. Der Auftrag wurde wie folgt mit dem erneuten Einsetzungsbeschluss konkretisiert. Die Kommission soll verfassungskonforme Vorschläge erarbeiten, wie eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern im Deutschen Bundestag erreicht werden kann. Hierzu soll sie Möglichkeiten etwa bei der Kandidatenaufstellung und der Kandidatenauswahl prüfen. Wir wissen aus dem im September vorgelegten Zwischenbericht, dass hierüber in der Kommission ausgesprochen kontrovers diskutiert wurde. Das ist auch nicht verwunderlich. Die eine Hälfte der Kommission hält Paritätsgesetze für verfassungskonform, die andere nicht. Am 27. September und am 13. Oktober wird die Kommission erneut zum Thema Parität beraten. Sollte jedoch bereits vor der letzten sogenannten Paritätssitzung am 13. Oktober ein Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlrechts eingebracht werden, so ist zu befürchten, dass darin keine Paritätsregelung enthalten sein wird. Deswegen starten wir heute die Kampagne mit dem Ziel, uns als Zivilgesellschaft zu Wort zu melden, zu zeigen, wie viele wir sind und den Mitgliedern der Kommission wie auch den Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu verdeutlichen. Es geht jetzt um eine historische Chance. Es geht darum, Artikel 3 unseres Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, endlich auch in den Parlamenten Geltung zu verschaffen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, haben sich Verbände, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen aus der Mitte der Gesellschaft, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Berufen und politischen Prägungen zusammengetan, Frauen wie Männer. Sie sehen hinter mir eine ganze Wand voll mit den Logi der Organisationen, welche die Kampagne mittragen. Als Vertreterinnen und Vertreter dieses starken Zusammenschlusses darf ich Ihnen nun die Vortragenden vorstellen, und zwar in der Reihenfolge ihrer Redebeiträge. Professor Dr. Rita Süssmuth, ehemalige Bundestagspräsidentin und allseits anerkannte Kämpferin für Gleichberechtigung. Sie hat vor kurzem die Streitschrift Parität jetzt veröffentlicht. Am Dienstagabend gab es dazu eine Lesung in der Bibliothek im Deutschen Bundestag. Und ich sage Ihnen, der Saal war bis auf den allerletzten Platz besetzt, ein Rieseninteresse. Bei Älteren wie vor allem auch bei der jüngeren Generation, bei Frauen wie bei Männern, die dort mindestens zu einem Drittel vertreten waren. Christa Weigel-Schneider, hier zu meiner Rechten, ist Rechtsanwältin und Präsidentin des Vereins Parität in den Parlamenten aus München, setzt sich auch schon ganz lange für dieses Thema ein. Der Verein hat die Kampagne zusammen mit Frau Süssmuth initiiert und konzipiert. Frau Weigel-Schneider wird uns gleich noch erläutern, was im Einzelnen geplant ist und vor allen Dingen, wie Sie sich beteiligen können, denn darum geht es ja. Dr. Beate von Mikell ist Vorsitzende des Deutschen Frauenrats. Der Frauenrat vertritt als Dachorganisation die Interessen von rund 11 Millionen Frauen. Und auch beim Thema Parität seit Jahren aktiv, vor allen Dingen im Jubiläumsjahr 2018-19 zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Thomas Altgeld ist Vorsitzender des Bundesforums Männer, gleichfalls ein Dachverband, der sich für eine fortschrittliche Gleichstellungspolitik einsetzt. Denn Gleichberechtigung ist keine Frauensache, sondern sie geht uns alle an, sie braucht uns alle wie die Demokratie.
Schließlich Monika Schulz-Strelow. Sie ist Sprecherin der Berliner Erklärung. Dieses Bündnis ist gleichfalls ein Zusammenschluss von Verbänden in großer Bandbreite und Vielfalt. Die Berliner Erklärung setzt sich für Parität von Männern und Frauen vor allem in Führungspositionen ein, in allen Bereichen wie Wirtschaft, Medizin, Kultur und Medien. Frau Schulz-Strelow war auch langjährige Präsidentin von FIDA. Ja, so dieses Podium, das uns heute informieren wird über den aktuellen Stand und warum wir Parität brauchen. Und damit übergebe ich Ihnen, lieber Frau Süssmuth, das Wort. Danke. Danke, Frau Lukuschert. Parität ist wie ein Fremdwort, aber nicht in allen europäischen Ländern, nur bei uns immer noch. So nach dem Motto, was soll das denn? Und jetzt ist es überhaupt nicht die Zeit, das zu diskutieren. Darauf antworte ich, Parität jetzt. Warum? Weil unsere Probleme im Augenblick so groß sind und auch werden und waren, dass man sich immer noch fragt, warum eigentlich nicht mehr Frauenbeteiligung. Wir wollen kein Frauenthema daraus machen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, was nicht nur unser politisches Engagement in Parlamenten, sondern in Kommunen, in der gesamten Öffentlichkeit betrifft. Sei es Berlin oder ein kleinerer Ort, in dem ich aufgewachsen bin, Wadersloh im Münsterland. Denn dort ist die Beteiligung am geringsten. Oftmals, insbesondere je kleiner eine Kommune ist, haben wir haben insgesamt in der Bundesrepublik 9% Bürgermeisterinnen. Und meinen immer, die Demokratie wird von unten aufgebaut, statt von oben. Aber ich möchte Ihnen sagen, in meinem Bemühen bin ich oft gescheitert, habe aber nicht aufgegeben. Und das hat sich gelohnt, denn so viele, wie wir diesmal im Verbund sind, waren wir noch nie. Frau Strelow wird sagen, ja, aber ich habe doch auch schon so viele gesammelt. Aber wir haben jetzt einen Auftakt, wo wir sagen können, wir sind viele, viele. Und wenn Sie sich die Tableaus hier anschauen, dann sehen Sie, wie viele es sind in Ost und West. Denn wenn Sie die Namen haben, haben Sie noch nicht die Orte. Es geht darum, im gesamten Land und darüber hinaus, in städtischen und ländlichen Gebieten, unterschätzen Sie bitte die Landfrauen nicht, was die schon seit Anfang an früh gegründeter Verein geleistet haben. Und ich möchte Ihnen sagen, bis 1987 91% Männer im Bundestag, 9% Frauen. Schon wieder stehen wir bei dieser unteren Grenze. Es waren auch schon 8% 1919. Ja. Das heißt, was haben wir eigentlich an einem Mehr erreicht? Wir waren lange ausgeschlossen, auch ein Bismarck von Frauen gehören nicht in die Politik, aber sie gehören mitten hinein und waren immer schon drin, auch wenn sie verboten waren. Helfen durften sie immer, nur nicht mitberaten und mitentscheidend. Und wir sind heute große Stücke weiter, auch nicht nur aufgrund der Anstrengungen der Politik, sondern der Anstrengungen der Frauen selbst. Die ersten Frauen waren Selbstbildnerinnen. 4 Grundschuljahre, das müssen Sie sich heute mal vorstellen, 4 Grundschuljahre und wurden zu Führungspersönlichkeiten. Ich sehe Marie Lukert und hielten Reden, die könnten wir heute wiederholen und sie passten. Worum es mir heute geht, ist, dass wir diesen Verbund mit Leben erfüllen. Weil ein Argument lautet, was soll dieses Reden über Quoten? Ich will sie auch überwinden, das möchte ich Ihnen auch sagen. Denn sie haben uns nicht, sie waren notwendig, aber sie haben uns nicht entscheidend geholfen. Kein Mann will Quotenfrau sein und ich sage heute, keine Frau will Quotenfrau sein, sondern an den Leistungen, an der Beteiligung mitwirken. Und aufgrund ihres Potenzials, was wären wir denn heute ohne die Frauen in sehr vielen Bereichen, wo sie
ersetzlich sind. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, der Kampf lohnt sich. Ich habe es eben an meinem Beispiel erwähnt. Wir waren eine Minderheit, sind heute eine Mehrheit. Auch wir, liebe Frau Präsidentin, haben heute über 10 Millionen erreicht. Wir haben das mal umgerechnet. Aber es geht mir nicht um Zahlen, sondern um Veränderung von demokratischen Strukturen und um die Veränderung von Strukturen in der Gesellschaft. Wann haben wir mit der Kinderbetreuung begonnen? Also bei mir war es noch ein Skandal. Das Kind gehört zur Mutter, nicht mal zum Vater. Und heute sind 77% erwerbstätig. Aber ich füge hinzu, in Teilzeit 8% Männer, vor allen Dingen in der Corona-Zeit, 73% in Teilzeit bei den Frauen. Und kann nur sagen, wir sind immer noch nicht am Ziel, sowohl in der Beteiligung und in der Erreichung der Ziele. Ob Sie die Alleinerziehenden nehmen, ich habe jetzt eben die Teilzeit genannt, aber nicht die minderwertigen Arbeitsverhältnisse, ohne irgendwelche Anerkennung in Versicherung. Aber mir geht es darum, dass wir Männer und Frauen zu gleichen Anteilen, das heißt ja Parität, verbinden, den Geschlechterkampf beenden, wo Ungleichheit besteht, sie beim Namen nennen und abzubauen versuchen, wie Artikel 3.2, der ist ja bei den ablehnenden Gerichtsurteilen, Verfassungsgerichtsurteilen auf Länderebene überhaupt nicht beachtet worden. Das ist unser Grundgesetz, geschrieben, aber unbeachtet. Und deswegen sage ich Ihnen, es lohnt sich, diese Verbindung jetzt mit der Wahlrechtsreform zu verbinden. Da ist sie nicht bedacht bisher. Und wir brauchen die Frauen selbst, letzter Satz, die sich aktiv aktivieren. Können haben wir genug. Wir brauchen keine Nachhilfe mehr, aber einen Zusammenschluss haben wir noch nicht und den erreichen wir jetzt. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Süssmuth. Ganz herzlichen Dank. Ja, Sie haben noch einmal das Feld aufgemacht. Warum brauchen wir die Frauen in der Politik gleichberechtigt? Damit es eben auch gleichberechtigte Lebensverhältnisse gibt. Nicht nur eine formale Chancengleichheit, sondern tatsächliche Gleichberechtigung, wie es auch unser Grundgesetz fordert. Deswegen die Kampagne Parität jetzt. Und liebe Christa Weigl-Schneider, Sie werden uns jetzt erläutern, was da im Einzelnen geplant ist. Bitte sehr. Ja, nicht nur das, aber vorweg, wir brauchen eine Wahlrechtsreform mit paritätischen Regelungen. Es ist tatsächlich so, dass bis zur Einführung des Wahlrechts die politische Vertretung des Volkes als rein männliche Aufgabe wahrgenommen worden ist. Und dieses ganz tief verwurzelte Verständnis wirkt in unseren gesellschaftlichen Strukturen bis heute weiter. Das heißt, von Männern dominierte Parteien werden mehrheitlich Männer für Listen und Direktmandate nominieren. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, hier den Frauenanteil zu erhöhen. Der Frauenanteil im Bundestag, und Frau Professorin Dr. Süssmuth hat es schon gesagt, hat sich erst erhöht, als erstmals Parteien im Bundestag waren, die sich selbst verpflichtend eine parteiinterne Quote gegeben haben. Und solange es aber Parteien gibt, die selbstverpflichtende Quoten ablehnen, wird sich der Frauenanteil nicht grundlegend erhöhen. Das heißt, der geringe Frauenanteil führt dazu, dass Frauen von der gleich starken Teilhabe am politischen Prozess ausgeschlossen sind und auch damit von der Mitgestaltung unserer Gesellschaft. Und es ist ein demokratisches Problem. Ein demokratisches Defizit, wenn man das genau bezeichnen will. Und jetzt dieser historische Moment, wir haben eine Wahlrechtsreform anstehen und die ist uns jetzt Anlass, öffentlichkeitswirksam auf dieses Demokratiedefizit aufmerksam zu machen. Und wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich in den Social Media für Parität einzusetzen. Es gibt eine Website,
mit dem www.paritätjetzt.de, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Mitmachaktion einbringen können. Sie können sich über unsere Website Kacheln herunterladen, wo sie sich selbst mit Botschaften in den Social Media an alle Bürgerinnen und Bürger wenden können. Und es gibt auf unserer Website eine Mitmachaktion, wo die Bürgerinnen und Bürger ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter im Bundestag anschreiben können und an sie appellieren, die demokratiefeindlichen Strukturen durch ein geändertes Wahlrecht mit Paritätsregeln aufzubrechen. Ja, Parität jetzt, weil Demokratie uns alle braucht. Ganz herzlichen Dank, Frau Weidenschneider. Darf ich noch ganz kurz dazu fügen? Wir haben wichtige Unterstützerinnen unserer Kampagne und ich möchte mich bei zwei Unterstützerinnen namentlich bedanken. Das ist einmal die Postcode-Lotterie und es ist einmal die Firma Wall. Und dann danke ich allen Unterstützerinnen und Unterstützer, die schon uns auch finanziell unterstützt haben und die das auch noch tun werden, hoffe ich doch. Ja, wunderbar. Zu den drei R's der Gleichberechtigung gehört Repräsentanz, da gehören Rechte, aber es gehören auch Ressourcen dazu und daran mangelt es halt auch oft. Ja, Ressourcen, dafür setzt ihr euch auch ein, liebe Beate von Mikkel. Sie, du sprichst jetzt für den Deutschen Frauenrat. Ja, vielen Dank. Seit der Corona-Pandemie sind wir in einem dauerhaften Krisenmodus. Die Ukraine-Krise, die Energiekrise und all das inmitten der Umweltkrise oder der Klimakrise. Eine nie gekannte Belastungsprobe bedeutet das für unsere Demokratie und sowas wie ein drohender Kipppunkt für unsere Gesellschaft. In dieser Gemengelage werden seit Jahren politische Entscheidungen oder täglich politische Entscheidungen im Bundestag getroffen, aber eben nur, wir haben das eben auch gehört, zu einem guten Drittel von Frauen. Die Folge ist, und das wissen wir seit der Corona-Pandemie noch mal besser, viele dieser Entscheidungen gehen an der Lebensrealität von Frauen vorbei. Frauen werden in ihrer Gleichstellung um Jahre zurückgeworfen. Und deswegen gibt es die Initiative Parität jetzt. Sie ist angetreten, damit dem Machtungleichgewicht zwischen Frauen und Männern im Deutschen Bundestag ein für alle Mal die Stunde schlägt. In der aktuellen Diskussion der Wahlrechtsreformkommission und den Vorschlägen der Bundestagsfraktionen wird das Thema, wir haben das eben auch schon gehört, bislang, ich würde mal sagen, etwas stiefmütterlich behandelt. Frauenverbände und Einzelpersonen haben schon die vier Mütter des Grundgesetzes mit Waschkörben voller Briefe unterstützt und nur durch diese Aktion oder wesentlich durch diese Aktion konnte erreicht werden, dass der Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz verankert wurde. Und dieses historische Vorbild hat uns auch für diese Initiative inspiriert. Frauen fordern den gleichen Zugang zu Macht, wie er Männern schon immer selbstverständlich war. Frauen müssen unsere Gesellschaft in gleichem Maße mitgestalten können und ihre Perspektiven und ihre Expertise in die Gesetzgebung einfließen lassen. Und das gilt nicht nur in guten Zeiten, sondern das gilt erst recht in Krisenzeiten. Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt kann auch nur gestärkt werden, wenn Frauen gestalten und ihre Perspektiven einbringen. Mit der Initiative Parität jetzt haben wir ein wirklich breites zivilgesellschaftliches Bündnis, das ist eben ja auch schon beschrieben worden, geschmiedet, um den Abgeordneten im Bundestag zu verdeutlichen, dass die Zeit für Parität jetzt ist. Große und kleine Organisationen, Netzwerke, die aktiv sind, Frau Süssmuth hat es eben auch gesagt, von der Bundesebene bis hin zur kommunalen Ebene, sind einig in dem Ziel, in dem Bestreben nach einer Wahlrechtsreform mit Parität. So, und wer sind wir? Das fordern unter anderem der DGB, der DBB, die Landesfrauenräte, die Berliner Erklärung, FIDA, der Verein Parité in den Parlamenten, UN Women, die evangelischen Frauen in Deutschland, der Katholische Deutsche Frauenbund, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die Gleichstellungsbeauftragten, der Landfrauenverband, das Bundesforum Männer und der Deutsche Frauenrat,
der als Dachverband von über 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen allein, und wir haben es auch schon gehört, 11 Millionen Frauen in Deutschland vertritt. Und das ist jetzt auch die Gelegenheit, einer meiner Vorstandskolleginnen, die heute nicht da sein kann, einen ganz großen Dank auszusprechen, nämlich Elke Ferner, die sich an ganz unterschiedlichen Stellen schon seit Jahren sehr aktiv für die Parität einsetzt und auch großen Anteil daran hat, dass dieses Bündnis heute zusammen, also geschmiedet werden konnte und wir das heute vorstellen können. Elke, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für dein unermüdliches Engagement. Also, wir sind wirklich viele und wir sind überzeugt, wenn der politische Wille vorhanden ist, kann Parität rechtssicher im Wahlrecht verankert werden. Wir lassen uns nicht länger vertrösten, wir fordern Parität jetzt. Jetzt ist das Zeitfenster. Thomas Altgeld vom Bundesforum Männer, der Vorsitzende, bitteschön. Ja, wahrscheinlich ist es am erklärungsbedürftigsten, warum ich als einziger Mann hier unter Frauen sitze. Und das werden wir auch gefragt, warum macht ihr das? Wir haben gestern dazu getwittert und die harmloseren Kommentare sind, wir sind Verfassungsfeinde. Es geht dann aber bis zu Eunuchen oder Hilfsbütteln fürs Matriarchat. Also das ist nicht selbstverständlich, dass man sich als Mann eben auch für gleichstellungspolitische Fragen einsetzt. Aber wir glauben, dass eben tatsächlich Männer nicht nur Machtpositionen damit aufgeben können, sondern dass sie auch gewinnen können. Dabei, indem sie nicht alten Männlichkeitsvorstellungen hinterherlaufen müssen, die viele Männer selber gar nicht mehr zeitgemäß finden, die sie nicht erfüllen können und diese mit Sucht und frühen Toden und sonst was bezahlen. Also insofern glauben wir, dass eben Gleichstellungspolitik auch ein Feld ist, wo Männer gewinnen können. Und das muss eben auch sich in der Politik widerspiegeln, dass eben Parlamente ein Abbild einer Gesellschaft sind und nicht eben ein Abbild von winzigen männlichen Eliten, die sich immer wieder selbst reproduzieren. Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, wo diese klassischen Männerbilder noch so durchwabern wie der Politikbereich. Also die Mehr vom starken Mann. Wir merken es jetzt in Kriegszeiten, wenn unser Kanzler eben 3 Minuten nachdenkt, ob er Panzer liefert, dann gibt es massenhaft Männer, die aufschreien, dass er ein Weichei ist. Und wenn ihn ein Präsident im olivgrünen T-Shirt anruft und der nicht sofort liefert, dann gilt er als unmännlich. Und ich glaube, dass wir brauchen eine andere Form von Politik. Andererseits haben wir einen Sicherheitskabinett von 4 Frauen, die trotzdem 100 Milliarden für die Bundeswehr beschlossen haben, was ich auch für eine Katastrophe halte. Wir glauben nicht, dass Frauen per se bessere Politik machen, aber wir glauben, dass sie eben tatsächlich einen anderen Diskurs führen und dass wir den in Parlamenten auch brauchen. Und deshalb sind wir dabei bei Parität rechts. Und ich hoffe, dass wirklich auch viele Männer sich organisieren und eben sich damit verabschieden können von diesen alten männlichen Bildern, die ihnen auch wenig gut tun und ihnen auch wenig bringen. Wir wissen aus schwedischen Studien, Männer, die auch andere Männerbilder liefern, die haben auch was davon. Also die haben zumindest einen gesundheitlichen Vorteil. Also das heißt, die leben länger, wenn sie nicht irgendwelchen Bildern hinterherlaufen. Und das hoffe ich, dass wir das tatsächlich mit der Initiative jetzt hinkriegen, in so einen Bereich zu gehen, wo auch Entscheidungen getroffen werden, wo gleichstellungspolitische Weichenstellungen nicht nur in einem Familienministerium, sondern in einer Gesamtpolitik eine Rolle spielen. Und dafür brauchen wir Parität im Parlament. Herzlichen Dank. Ja, Frauen und Männer an der Seite miteinander für Parität, dafür setzt sich auch die Berliner Erklärung ein. Monika Schulz-Strehlow, bitte, Sie haben das Wort. Also eigentlich brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. Wir wissen, dass wir Parität jetzt brauchen, dass wir nur ein ganz kleines Fenster haben. Und das ist im Grunde genommen Mitte nächsten Jahres, sollen ja alle Sachen abgeschlossen sein. Von daher können wir nur sagen, es ist so notwendig, dass die Zivilgesellschaft mitwirkt. Wir haben zwar unsere Bundestagsabgeordneten alle gewählt, aber eine Wahl allein reicht nicht aus, dass sich was bewegt. Und was wir jetzt nicht wollen, dass die Wahlrechtskommission die Ergebnisse mit sich diskutiert, im Parlament diskutiert und wir stehen wieder außen vor und wundern uns. Denn wenn eine Tür mal zugeschlagen ist, um sie wieder zu öffnen, dieses Zeitfenster werden wir wahrscheinlich erst dann in 10 Jahren haben, weil die Umsetzungen der Wahlrechtskommissionsentscheidung dauern ja auch ewig. Und warum schauen wir nicht mal nach draußen? Gucken wir doch mal über die Grenzen. Bereits 10 EU-Länder haben Gesetzesvorgaben und sie haben Quoten. Und da bin ich ganz anderer Meinung als Frau Professor Süßmuth.
Ich finde, Quoten sind notwendig. Die öffnen Türen, wir gehen durch. Und wir sparen eine Menge Energie, die wir sonst brauchen, um immer wieder gegen diese Türen anzukämpfen. Und das Wort Quote ist teils nicht positiv besetzt. Aber wie hat Herr Altgeld gesagt, eine Äußerung vom Bundesforum Männer und wir haben wirklich auf Social Media die Skandale. Wunderbar. Es regen sich viele auf. Es ist besser, sie regen sich auf, als dass sie nichts sagen und uns verhindern. Also von daher, gucken wir Frankreich und Belgien an. Forderungen, nicht nur Forderungen. Alle diese Länder haben ihre Quotengesetze in diesem Jahrtausend erst festgeschrieben. Belgien, Frankreich haben 50%, sind selber bei 42, also müssen noch was tun, justieren die Gesetze nach und es geht doch. Und was haben wir hier erreicht? Wir haben ein Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2, Frau Mikkel hat es ganz deutlich gesagt. Behinderung, Benachteiligung soll der Gesetzgeber letztendlich beseitigen. Und wir sehen ganz genau, jeder kennt das Grundgesetz, jeder hat sich darauf verständigt, dass das die Grundlage unserer Arbeit ist und wir sehen die Ergebnisse, dass die ganz sind. Also ein Aufruf an uns alle. Kacheln Sie jetzt, nicht auf der Straße, in Social Media. Jeder sagt, das Wichtigste ist wirklich Parität jetzt, weil Demokratie uns alle braucht. Schreibt an alle euren Bundestagsabgeordneten. Ich glaube, die haben noch nie so viel Post gehabt. Und nicht nur schreiben, bietet Gespräche an und sagt, wir kommen vorbei. Ich glaube, die freuen sich. Also, die brauchen dann ja nicht in ihren Wahlkreis. Wir kommen gerne zu allen Bundestagsabgeordneten. Und wir haben, und das hat Frau Professor Süßmuth gesagt, wir haben weitere Daten, wo wir was machen müssen. Am 29. September geht es weiter. Der 13. Oktober ist der nächste Termin. Und wir bitten, selbst wenn die Webseite überlastet ist, sie war bei mir, mein Bundestagsabgeordneter wartet bestimmt schon auf mein Schreiben, aber bitte dranbleiben, die Webseite nutzen und uns unterstützen. Und ich kann das nur noch mal etwas deutlicher sagen, es sind auch finanzielle Sponsoren sehr wohl aufgefordert, hier sich zu engagieren, weil das ist wichtig. Die Arbeit der letzten Wochen und die Arbeit der letzten Monate war so kraftraubend, aber wir haben nur einen Slot, nutzen wir ihn jetzt. Wir sind zusammen, Beat von Mikkel hat es gesagt, über 11 Millionen. Wenn wir von der Berliner Erklärung noch die 40 Organisationen dazu packen, sind wir wahrscheinlich fast 12 Millionen. Aber, wunderbar. Aber, wir sind 12 Millionen. Aber wir sind mehr in der Gesellschaft und wir brauchen mehr. Machen Sie alle mit. Wunderbar. Ja, jetzt darf ich ins Publikum öffnen. Gibt es Fragen an unsere Vortragende? Nach bitte Wortmeldungen, so Fragen vorhanden sind. Ja, bitte. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, stellen Sie sich kurz vor. Holger Lyrik, Chefredakteur des ZWD Politikmagazins. Ich habe eine Frage an die Runde. Es wird ja hier die Machtfrage gestellt. Die Machtfrage, das hat ja Herr Altgeld schon sehr überzeugend dargestellt, warum Männer sich engagieren sollten. Aber es kommt ja auch die Argumentation, das sei ja alles verfassungsrechtlich gar nicht möglich, Parität einzuführen. Und vielleicht sollten Sie dazu auch noch mal Stellung nehmen. Ja, vielen Dank. Wer möchte das machen? Christa? Vielleicht Frau Weigl-Schneider? Also ich denke, es ist verfassungsrechtlich möglich. Wir haben zwar Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte, die das nicht positiv bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin aber der festen Überzeugung, nachdem das Bundesverfassungsgericht in allen Entscheidungen, die ich kenne, grundsätzlich eine Verfassungswidrigkeit nicht festgestellt hat, dass wir sehr wohl ein Paritätsgesetz in verfassungskonformer Form schaffen können. Da bin ich echt überzeugt. Darf ich noch mal? Also dieser Vorwurf begleitet uns ja von morgens bis abends. Es ist verfassungswidrig. Weil es verfassungswidrig gemacht worden, behandelt worden ist, sage ich mal als erstes. Zweitens, weil Artikel 3.2 ist weder in Thüringen noch
in Brandenburg überhaupt in den Verhandlungen erwähnt worden? Das ist ja eben hier schon gesagt worden, mehrfach. Also wenn wir unser Grundgesetz selbst nicht achten und daran vorbeigehen und die Freiheit der einzelnen Abgeordneten das oberste Gesetz ist, dann frage ich mich, wie sich denn Freiheit, Recht und Verpflichtung miteinander verbinden. Und die Verpflichtung haben wir ausgespart. Jetzt muss ich sagen, ich habe mit anderen Frauen, die auch hier zu heute sind, haben wir voriges Jahr ein ganzes Jahr nur die Rechtsfragen betroffen. Und natürlich, wenn man diese Ungleichheiten nicht anerkennt, dann muss man auch sagen, was hat eigentlich der Gesetzgeber bisher getan, um diese Ungleichheiten anzuerkennen und selbsttätig zu werden. Auch in dieser Wahlrechtsreform wird doch nicht deutlich, dass er darin ein Problem sieht. Verkleinerung ja, aber bitte eine Touche-Pa berührt nicht unsere Direktwahlkreise, auf keinen Fall. Und Ausgleichsmandate muss es auch weiterhin geben. Also nach dem Motto, tut was, aber tut nichts. Und das kann nichts bewirken. Ich muss Ihnen sagen, die Bemühungen um verfassungskonforme Regelungen, hier sitzt eine Frau, die das seit Jahren mit Akribie betreibt und immer wieder unsere Rete Lakowski. Und ich muss sagen, wir brauchen viele dieser Frauen. Die gibt es auch. Sowohl Frauen, die bereits am Verfassungsgericht gearbeitet haben und uns gute Beratschläge geben. Aber da sind auch Männer drunter, muss ich sagen. Es ist nicht mehr eine einheitliche Gruppierung. Und auf Ihre Frage antworte ich mit dem letzten Satz. Wenn wir es wollen, können wir es. Aber wenn wir es nicht wollen, bleibt es beim Alten. Also es hängt an uns Männern und Frauen, ob wir es bewegen. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, vielleicht ergänzend dazu, dieser Artikel 2, Absatz 2 ist ja auch noch mal um einen Satz ergänzt worden. Nach der Wiedervereinigung, eigentlich eines der ganz großen Errungenschaften der Wiedervereinigung, dass es diese Ergänzung gab 1994. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und dieser Auftrag wird bis heute viel zu wenig ernst genommen. Es wurde gerade zitiert, zum Beispiel in diesen wirklich nicht hinnehmbaren Urteilen aus Thüringen und Brandenburg. Und darum geht im Prinzip auch die Diskussion in künftiger Zeit. Was bedeutet dieser Auftrag für uns und vor allen Dingen auch für künftige Gleichstellung? Und auch darum lohnt es sich, unbedingt zu kämpfen und auch aufmerksam darauf zu machen. Es betrifft ganz viele Lebensbereiche von der gleichen Bezahlung, von der Gleichwertigkeit und Anerkennung eben der unterschiedlichen Lebensbereiche von Frauen und Männern. Also das hat schon eine enorme Bedeutung und ich hoffe sehr, dass wirklich auch weite Kreise auch der in unserer Öffentlichkeit, aber auch der Fachöffentlichkeit unter Juristinnen und Juristinnen jetzt die Debatte ganz intensiv aufnehmen. 1996 ist offenbar zu jung. 94 sind, aber es ja, ist offenbar immer noch. Umgesetzt 96. Alles klar, eingeführt. Aber es ist ja auch nur noch als Ergänzung, wir haben ja schon was erreicht. Wir haben Frauen in Führung, wir haben im Bereich der Entgelt haben wir Gesetze, dass wir uns vor 10 Jahren auch nicht hätten vorstellen können. Und das beflügelt uns ja auch, zu sagen, dann können wir doch jetzt unser wirklich wichtigstes Gremium, was unsere Demokratie schützt. Und ich glaube, das hat Beate von Mikkel ja deutlich gesagt, wir sind so gefährdet, auch unsere Demokratie, wenn wir nicht alle uns dafür einsetzen. Es nur dem Bundestagsabgeordneten zu überlassen, wäre wirklich töricht. Das dürfen wir nicht mehr machen. Wir sind alle gefordert. Schön. Weitere Fragen hier aus dem Kreis? Gibt es noch Anregungen, Anmerkungen? Ja, bitte. Guten Tag, Till Wehmeier, mein Name. Was glauben Sie denn, wie generell mehr Männer für das Thema gewonnen werden könnten?
Ich verhöre wir Sie gerne. Dafür sind wir als Bundesforum Männer ja gerade auch da. Also wir sind seit 12 Jahren eine Organisation, die sich für Gleichstellungsfragen für Männer als Interessenverband für Männer macht. Und Ihre Frage impliziert es ja schon. Es ist nicht so leicht, Männer davon zu überzeugen. Also in diesem ganzen Bereich, und Sie sehen es am Podium, engagieren sich natürlich viel mehr Frauen, weil sie natürlich auch eben noch in Benachteiligungsverhältnissen oder strukturellen Benachteiligungen leben und das anders erfahren. Und als Mann ist man immer versucht, dann zu denken, man muss was aufgeben. Und das ist das, was ich versucht habe eben zu sagen. Also das Aufgeben ist das eine, aber das sind sehr wenige Männer, die überhaupt in diese Machtpositionen kommen und die letztendlich der ganzen Gesellschaft damit schaden, mit dem, was sie dann an Politik machen. Also wir sehen es, was Beate von Miquel angesprochen hat, an der ökologischen Politik, wo wir gelandet sind mit männlicher Politik oder an einem Krieg in Europa. Und ich glaube, das ist auch nicht im Sinne der meisten Männer. Also zu sagen, wir wollen diese traditionellen Politik immer so weitermachen, als sei es ein Naturgesetz, als müssten Männer in den Krieg ziehen oder als müssten sie eben tatsächlich diesen Planeten ausbeuten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist eben tatsächlich was, wo man, glaube ich, auch junge Männer insbesondere mit gewinnen kann, zu sagen, es geht eben letztendlich um den Fortbestand unseres Planeten und unserer ganzen Generation, also die dort sich eben reproduziert. Und das ist eben was, womit man auch insbesondere junge Männer eben gewinnen kann. Ob man jetzt so viele alte, weise Männer in Machtpositionen überzeugen kann, weiß ich nicht. Und ich bin selber ja ein alter, weiser Mann, deshalb darf ich das wahrscheinlich sagen. Aber ich glaube, das ist auch nicht die entscheidende Frage, sondern ich glaube, auch im Zusammenspiel mit den Frauen, also die sich für diese Themen einsetzen, können wir gemeinsam gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch erstrebenswert für viele Männer in diesem Bereich. Ein Punkt, wir können Männer gewinnen, da würde ich widersprechen. Wir können auch alte, weiße Männer, und er ist ja nun mittelalt, er ist ja noch da relativ jung, weil wenn sie Töchter haben, weil viele Männer dann erkennen, das, was sie für ihre Töchter eigentlich alles haben bieten können, während der Ausbildung, und dass, wenn sie dann quasi in den freien Berufsbereich reinbekommen oder auch in die Politik, dass dann ganz andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Und deswegen sind für uns Männer extrem wichtig. Ich kann jetzt nur sagen, bei FIDA, wir haben männliche Mitglieder, viel zu wenig. Und die Frage würde ich gerne nachher mit Ihnen auch weiter diskutieren. Was glauben Sie, wie wir Sie, und Sie sind ja nun wesentlich jünger, wie wir Sie auch mehr einbinden können? Und gehen Sie mit Ihrem Netzwerk da drauf. Und wenn Sie einen Verein haben, Ihr Logo wird ganz groß beim nächsten Mal in der Mitte stehen. Aber bitte an alle Männer, die wir hier haben, macht wirklich mit. Und es geht, glaube ich, gar nicht mehr Mann gegen Frau. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Und es geht auch nicht, und das ist für mich ein Thema, es geht auch nicht alt gegen jung, weil es ist unsere gemeinsame Zukunft. Ja. Und das ist das, was wir, glaube ich, zum ersten Mal wieder richtig auch erfahren müssen. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland, jetzt mache ich mal nur Deutschland, es hat sich so toll entwickelt, es geht alles so weiter. Und wir sind in so einem fragilen Umfeld und wir leben in so einem fragilen Europa, dass wir so eine große Verantwortung gemeinsam haben, dass es wichtig ist, dass wir alle mitmachen. Ja. Ein Satz dazu. Männer gewinnen doch dabei. Sie haben inzwischen erfahren, dass die Beschäftigung mit Kindern ihnen eine Menge bringt. Sie entdecken mit den Kindern. Und sie werden auch in dem gemeinsamen Engagement von Frauen und Männern noch mehr erfahren, tun sie ja sowieso schon, dass wir mehr schaffen. Wir sind eine stärkere Kraft. In der Forderung, denkt mal endlich anders. Denkt an all die Bereiche, die jetzt unter den Tisch gefallen sind. Denn ich habe oft gehört, hören Sie auf mit Ihrem Frauengedöns. Das ist kein Frauengedöns, das ist ein wirkliches Menschenrecht, um das wir kämpfen. Und davon haben die Männer, die müssen mal eher nach ihren Gewinnen fragen, als nach ihren Verlusten. Vielen Dank. Ich schaue noch mal ins Publikum. Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, bitte. Kurz vorstellen, bitte.
Hallo, ich bin Lina Abraham, ich studiere Politikwissenschaften und Soziologie und ich war letztens bei Rita Süssmuth im Bundestag auf ihrer Lesung und ich wollte fragen, wie die Initiative sicherstellt, dass sie inklusiv bleibt. Es gibt ja auch Frauen, die mehrfach marginalisiert sind, zum Beispiel durch ihre Hautfarbe oder durch ihre Fluchterfahrung und ja, wie sie diese Menschen erreichen wollen. Also ich bin mir sehr sicher, wir erreichen alle und die Botschaft ist auch, alle sollen sich einbringen. Das hat nichts damit zu tun, ob sie jetzt welche Hautfarbe sie haben oder welchen sozialen Hintergrund sie haben. Alle sollen sich einbringen, alle Frauen und alle Männer. Und das ist also die Botschaft, die wir in der Kampagne aussenden. Ja, wir haben ja auch in den Gesetzentwürfen, die schon vorliegen, zum Beispiel in den Ländern, auch inklusive Regelungen, zum Beispiel um queere Personen auch mit im Boot zu haben. Das ist uns natürlich total wichtig, dass wir die ganze Vielfalt der Gesellschaft, die wir hier haben, dass wir die tatsächlich auch im Parlament abbilden und, ja, und die Parteien tatsächlich auch ja, auffordern, hier stärker aktiv zu werden, denn wir sind nicht weiß, wir sind nicht wir sind keine homogene Gesellschaft. Wir sind eine inzwischen sehr, sehr heterogene Gesellschaft, die unterschiedliche Ansprüche stellt und die auch tatsächlich im Parlament sich widerspiegeln muss. Ja, und so sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ja. Ich sehe noch eine Handmeldung, bitte. Ja, guten Tag, Cecil Weidhofer von der EAF Berlin. Danke für diesen spannenden Auftakt. Ich glaube, viele MitstreiterInnen sind wirklich bereit, mitzukämpfen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte? Ja, danke, Cecil Weidhofer. Ich komme damit, glaube ich, auch fast schon zum Abschluss, wenn ich auf die Uhr sehe. Ja, tatsächlich ist ja dieser Tag heute der Auftakt. Das ist ein Startschuss. Die Kampagne wird sich über mehrere Wochen erstrecken. Wir werden die Beratungen in der Wahlrechtskommission und im Bundestag natürlich intensiv begleiten. Es wird auch zahlreiche Veranstaltungen geben, nicht nur hier in Berlin, sondern natürlich auch in verschiedenen Regionen. Und die Plakataktion, Sie sehen hier ein Beispiel, wird sich auf viele Städte Deutschlands erstrecken und künftig auch noch mehr auf ostdeutsche Städte. Auch das möchte ich hier noch anmerken. Ja, wie gesagt, die kommunale Ebene ist ganz, ganz wichtig. Wir als EAF setzen uns auch schon lange dafür ein. Das ist die Schule der Demokratie. Auch hier bräuchten wir im Prinzip Paritätsgesetze. Also es wird auch in den Regionen Aktivitäten geben, zum Beispiel in Niedersachsen mit dem Landfrauenrat und den Landfrauen oder auch im Land Berlin. Hier gibt es nämlich auch ein Bündnis für Parität und wir planen demnächst auch eine Veranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus mit dem dortigen Präsidenten. So, wenn Sie sich noch weiter mit Argumenten wappnen wollen, weil es wird schon auch ein Gegenwind kommen, darauf können wir zählen, dann empfehle ich Ihnen natürlich die Streitschrift von Frau Professorin Rita Süssmuth, Parität jetzt, sowie aber auch zwei Publikationen meiner Organisation, der EAF Berlin, einmal den Wegweiser zu Parität Macht zu gleichen Teilen, sowie eine aktuelle repräsentative Studie Parteikulturen und politische Teilhabe von Frauen. Denn diese zeigt ausdrücklich, ja, sie wird hier gerade hochgehalten, und eindrücklich, welche Hürden und Hindernisse es für Frauen nach wie vor gibt, wie viel alltäglichen Sexismus in der Politik gerade auch herrscht. Ja, wir haben formal Chancengleichheit und gleiche Rechte. Doch von tatsächlicher Gleichberechtigung, wie es unser Grundgesetz fordert, sind wir weit entfernt. Lassen Sie uns das gemeinsam ändern. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit an den Bildschirmen. Und auf geht's.